Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Geogesser. Mit dabei ist der Tonic. Hallo. Der Dexter. Hallo. Und der Hegepito, der die Map ausgesucht hat, die da heißt. Garundvara Egnatak. Das Lustige ist, die Map habe ich auch gesehen. Die habe ich auch erst überlegt zu nehmen. Jetzt springen wir rein und na toll. Irgendwo sensationell. Wollen wir mal schauen, wo wir hingehen? Wir wandern erstmal da lang und da ist ein Auto. Auto, sagst du mir? Wo ist das Auto hin? Na gut, ich bei einer Map ohne Namen ja denken können. Alleine wie die Straße schon aussieht, sagt viel über das Land aus. Sehr klein. Das ist Stopp mit 2P-Schreiben. Da ist ein Schild. Zierborgen. Das könnte schwedisch sein. Ich habe eine Bushaltestelle gefunden. Norwegisch. Ich würde eher auf Schweden. Das könnte hilfreich sein. Würde ich sagen. Sjö. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Das Problem ist halt nur, es bringt dir nichts, wenn du weißt, dass es grün. Wahrscheinlich Schweden. Kann es sein, dass die Map sogar direkt richtig ist, weil hier haben wir Malmö, das ist ja Schweden. Kann es sein, dass die Map wirklich direkt richtig ist? Oh, macht der kaum Punkte, what the fuck? Kann das sein? Ich war 35 Kilometer weit weg und bekomme 760 Punkte. 60 Punkte. Ich glaube, ich weiß, in welchem Land das ist. Ist das vielleicht möglich? Das ist echt schon in diesem Land. So geschenkt ist. Ich aber nicht. Ganz schön schnell abgedrückt, Dexter. Hm. Ich hab ein Schild gefunden. Ach, mit Stadtnamen oder was? Drauf. Da stand einiges drauf. Ja. Wenn Sie Geogesser spielen, rufen Sie nach diesen Koordinaten. Jetzt müssen wir weiter gucken. Aber Schweden klingt. Ah, hier, guck doch mal. Krims. Irgendwas. Krimslöf. Immer mehr Schweden. Das müssen wir nur nach einem Krimslöf suchen. Einfach mal hier rauf. Problem ist halt, Schweden ist nicht gerade klein. Und da hat er erstmal sowas wie Grimslöf zu finden. 8,4 Kilometer bin ich gerade. Wie viel Punkte hast du bekommen? Bekommen 3211 Punkte. Okay. Kriegt man ja so komisch Punkte. Grimslöf. Klingt echt nach so einem kleinen Kaff, aber es sieht schön aus hier. Würde ich sagen. Ich glaube, ich hab dasselbe Schild wie du gefunden. Den Fahrradfahrer würde ich gerne fragen, wo wir hier genau sind auf der Map. Aber das ist auch nicht wirklich hilfreich, glaube ich. Ja, die Map hat halt relativ so gestartet. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich schon so eine Art Startgeschenk ist, dass du mit einer relativ guten Nähe zum eigentlichen Ding kommst. Weiß man halt nicht. Haben die anderen getippt? Nee, ich suche noch ein bisschen mehr. Also ich habe zwei Namen jetzt gefunden. Almüld. Drei Namen gefunden, jetzt suche ich das mehr oder weniger halt in dieser, auf der Map, aber. Ich dachte gerade, ich hätte Ingolstadt gelesen. Wäre aber, glaube ich, thematisch so ein bisschen falsch gewesen. Land hast du gefunden. Ja, Land habe ich. Also, ich bin mir relativ sicher, was das Land angeht. Anhand der Bushaltestelle, des Namens, das es da gab, aber das Land ist halt jetzt nicht so klein. Das ist halt schwierig. Keine Ahnung. Ich sehe auch diese Elmhult nicht. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt langsam abgeben. Na, ist gut. Ja. Wie weit warst du entfernt? 4 Kilometer. Ich bin 41 Kilometer entfernt, habe 570 Punkte bekommen. Ja, ist echt komisch mit den Punkten. Ich habe 3211 bekommen. Das mit den Punkten ist echt... Ich bin auch 35 Kilometer und ich habe 760 Punkte bekommen. Normalerweise ist das ein Joke. Da unten
Vielleicht sind die Punkte viel zu genau gesetzt. Tankstelle. Lars Duvar. Ja. Das sogar mit Map. Er geht hier wieder. Ah, nee, das ist derselbe Map-Ausschnitt wie eben. Also ist das schon mal kein Hinweis. Da übrigens Barbecue. Ich wollte es nur sagen. Wir sind wieder in Schweden. Ich glaube, das wird thematisch so ein bisschen rausgefunden haben, also, worum es geht. Das nächste Mal ist auch recht leicht. Es gibt solche Wartschilder nicht überall. Ich glaube, dass wir thematisch relativ deutlich sind und jeder weiß, in welchem Land wir uns wahrscheinlich diese ganze Folge über befinden werden. Ja. Es gibt jedenfalls nicht überall Elchwarnschilder. So. Vestra, das habe ich eben gelesen, oder? Da war dieses Vexiö. War nicht auch irgendwo dieses Vestra? Das ist also vermutlich alles. Oh, da ist das Almhüld. Ich habe eben gerade den einen Ort von letzter Runde gefunden. War nicht hier dieses Vexja? Man kann ja wieder nur rumraten. Das ist das Schlimme. Ich war schon ein paar Mal in Schweden, aber es hilft mir einfach überhaupt nicht weiter. Warum können das nicht große Städte sein? Sieht einfach alles gleich aus da. Dieser Karte. Ja, könnte es vielleicht daran liegen, dass das alles von Ikea gebaut wurde? Man weiß es nicht. Dann haben wir da rechts noch ein Schild. Das würde ich jetzt gerne mal mitnehmen, wenn wir dann hier an die Kreuzung kommen. Nehmen wir das Schild bitte. Ösby. Vestra. Vesteras, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das geht relativ ähnlich in die Richtung hier. Oder. Dann muss hier in der Nähe auch irgendwie dieses Nord irgendwas liegen. Ah ne, es ist Vestra, nicht Vestaras. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur eine andere Schreibweise ist. Was dann wiederum fies wäre, wenn man daran hängen würde. Aber naja. Örebro. Es sind schöne Namen, die sie in Schweden haben. Das kann man ihnen auf jeden Fall schon mal nicht absprechen. Da sind wir schon Richtung Norwegen. Also gut, schon getippt. Nee, aber ich nutze die Zeit auch noch, diese 1 Minute 30. Ah, ich hab's gefunden, guck mal. So, ganz genau gefunden? Also ich habe einen Stadtteil davon gefunden. Ja. Vexiö. Osby. Osby ist gut. Welche Richtung ging denn das dann weg? Osby sieht gar nicht so schlecht aus. Hab gefunden. Return to start. Wir haben eine Süd-Nord-Autobahn. Das könnte die hier sein. Vielleicht in der Richtung noch was. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da hinten sieht es relativ mau aus, ehrlich gesagt. Will ich eher das Schild hier vorne nochmal mitnehmen, am Ende der Tanke. Ne, lieber das hier. So, hier die Straße. Wenn man dann nach rechts fährt, kommt man Richtung Osby. Also müsste das etwa hier sein. Müsste die Straße sein. Hoffe ich. Ja, kann man machen. Ah, 18,4 Kilometer. 559 Meter. Ich habe versagt. 60 Meter. 3,1 Kilometer. Ich habe versagt. Hast du auch auf diesen Kreisel getippt einfach? Ja, ich bin ein bisschen weiter nach oben gegangen noch. Ja, ich bin auf dem Kreisel, ich habe 60 Meter. Ja, ich bin 60 Zentimeter näher, du Anfänger, geh weg. Aber es macht keinen Punktunterschied, es ist schon fies. Wo ich so viel besser war als du. Ja, schade, schade. So, Bushaltestelle. Sehr hilfreich. Die man nicht lesen kann. Nächste wird scheiße schwer. Ja. Weil davor die auch alle so einfach waren.
Ja, hier gibt's keine Schilder, die halt irgendwas verraten. Ich meine, der gerade ging ja noch. Hier ist ja gar nichts. Ja, wir sind in Schweden, nicht wahr? Da sieht es nach Schildern aus. Wir können wieder ganz lange auf der Map suchen. Möllerod. Das sieht aber nach einem kleinen Kaff aus, aufgrund des Schildes. Was natürlich nicht sehr einfach machen wird. Das heißt, wir müssen sehr nah ran und sehr viel suchen. Das will ich aber nicht. Ich will jetzt auf Anhieb ein großes Stadtwissen, damit ich ganz nah an dieses Möllerod komme. Nur wo soll das sein? Immer mal ein bisschen weiter. Alles so konzentriert. Also ein kleines Schild habe ich gesehen, aber das hilft mir halt nicht viel, weil es würde für mich eher nach so einem kleinen Kaff aussehen. Ja. Deinen Namen gesehen, also. Die sind wahrscheinlich so klein, dass man nur ganz weit reinzoomen. Such mal eine Weile. Na, guck mal. Käder. Kann man noch zum Startpunkt zurückgehen? Ach, da. Ja, diese Flagge. Oh, ich dachte gerade Käder, aber es ist toller ab. Schade. Wo sind wir denn hier? So. Wir waren bisher eigentlich immer relativ viel in der Region, so. Wobei wir sind noch letztes Mal ein bisschen nach unten gegangen. Käder ab. Wir waren eigentlich immer in der Nähe von diesem Osby. Das Osby haben wir ganz häufig gelesen. Da ist Osby. Nach Kerdab geht's nach links. Wir gehen Richtung Osten. Gehen Richtung Osten. Die ganze Zeit. Wir werden jetzt gleich gehen. Ja, wir haben noch zwei Maps, also weißt du nicht. Wenn du willst, kannst du sie ja schnell fertig machen und machen sie nach ohne dich über dich lustig. Den Namen vergessen. Nee, Möller. Müller irgendwas. Möller kann ich mir merken. Denke ich einfach an den Fußballer Möller. Da muss man da rangehen. Mit zu nah sein. 1,5 Minuten Zeit. Komm, irgendwo muss auch Möller sein. Hier. Bin ich schon in der vierten? Nee, ich suche gerade jetzt noch diese Stadt, die ich eben vom Schild her gesehen habe. Dingsbums. Wir gehen Richtung Osten, das heißt, wir sind westlicher von unserem aktuellen Position. Aber da sieht dann nach nichts mehr aus. Hier kommt nichts mehr. Da ist noch ein Dorf. Schaffen wir es noch bis dahin? Komm, schneller. Jetzt hätte ich gerne hier einen Städtenamen. Probi. Sei Probi. Weil das ist nämlich die Stadt, die ich da jetzt gerade sehe. 38 Kilometer und 600 Punkte. Wow. Toll, das ist nur eine kleine Ortschaft. Keine Stadt. Ja, ich gehe jetzt hier das Probi, da ist Osby, ich gehe hier nach da so. Ja, ich habe ganz gut geraten. Ich glaube, ich werde mich auch in den nächsten zwei Maps immer in der Nähe von Osby aufhalten. Ich finde, Osby ist ein cooler Name. Wow, ich habe versagt. Okay. Das sieht echt mal nach einer Stadt aus. Ich bin irritiert. Was ist hier los? Das fünfte ist echt geil. Ich weiß nicht. Wir sind wirklich in einer Stadt. Das vierte hätte ich nie erraten. Ich hätte gedacht, dass das ist. Das ist halt richtig städtisch. Das ist ja richtig irritierend. Sieht sogar nach einer relativ Großstadt aus. Also würde ich auf diese großen gehen. Malmö, Kopenhagen, Göteborg, Stockholm vielleicht. Das sind jetzt so. Habe ich Kopenhagen gesagt? Ich frage es halt, in welche Richtung gehen wir. Alle Leute, ich habe jetzt ganz schnell getippt. Ich werde vermutlich letzter. Aber ich muss halt leider gehen. Alles klar, Heke, ich wünsche dir was. Gut, ciao. Ja, tut mir leid. Ach was? Ist doch nicht schlimm. Lässt mich besser aussehen. Ist okay. Euch einen schönen Tag. Jo, gleichfalls. Ciao.
Ja, in einer der großen Läden, großen Städten, würde ich sagen. Ich bin schon an dem Schild vorbei, das ich gerade gesehen habe. In irgendeiner Stadt, würde ich mal sagen. Ich will zu wissen, welche. Oder tippst du aber echt mutig, Tonic? Ja, ich weiß. Das ja. Das sieht man jetzt einfach in Kauf. Wird halt jetzt echt gepokert werden. Welche der großen Städte ist das? Wahrscheinlich ist auch dieses Ostbi. Das wäre halt sau lustig. Also, übersetzt Gegenden um Ostbi herum. Also. Oh, das ist hilfreich. Ich glaube, das könnte hilfreich sein, aber dummerweise ist dieser Stadtname, den ich hier sehe, für mich eher in einem anderen Land, nicht in Schweden. Hm? Aberdeen ist doch eigentlich in Schottland. Ich habe keine Stadtnamen gesehen. Ja, nicht. Aber, gibt es auch ein Aberdeen in Schweden? Oh, ich habe einen Dominos gefunden. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich werde auf einen der großen Städte tippen. Das ist am sinnvollsten, finde ich. Und ist am vielversprechendsten. Dummerweise sind die Punktevergaben ja relativ fies. Sodass man relativ gut tippen muss, um ordentlich Punkte zu sammeln. Wieso kann hier nicht mal so ein Stadtname stehen? Kann ja nicht so schwer sein. Wenn ich irgendwann mal das Sagen habe, werde ich machen, dass hier in der Stadt überall der Name der Stadt irgendwie hingepflastert wird. Damit, wenn die Leute das nehmen, ganz einfach wissen, in welcher Stadt man sich befindet. Sache ist, ich habe zwar keinen Stadtnamen gesehen, aber der Name von einem Land. Ja gut, landtechnisch werden wir wieder in Schweden sein, also. Ich auch irgendwie. Vielleicht steht da vorne im Bus was. Hast du ihn überholt? Der ist abgebogen und der andere ist verschwunden. Ist cool. Das wäre ganz cool. Ah, ich muss jetzt raten. Ich werde wahrscheinlich nach Stockholm gehen. Na, wo ist es denn? Da ist Stockholm. Oh. Naja. Gut getippt. Ich habe die falsche Stadt ausgewählt. Am Ende muss das eine der großen Städte sein und ich habe halt die falsche ausgewählt. Dementsprechend nichts an Punkten geholt. Aber eine schöne Kirche ist die fünfte. Mhm. Ui. Ach, war in der richtigen Stadt. Okay. Ja, ist ja gut. Toll. Und weiter raus kommt man nicht. Das ist ja mal hilfreich. Boutique wird wohl kaum der Name der Stadt sein. Svemkakyrtan. Svemkakyrtan. Gibt es hier sowas? Svemkakyrtan? Ja, immerhin habe ich Land. Ich habe hier auf jeden Fall einen Stadtnamen, finde ich cool. Adolfström. Ja, ich mag diesen schlichten Humor. Aber ich finde, das ist nichts Neues. Ja, es wird geraten werden. Ich glaube aber, dass die anderen beiden da auch nicht sehr viel mehr Informationen rauskriegen werden als ich jetzt. Sieht schon interessant aus, die Kirche. Schiller kann man nicht lesen auf die Distanz. Zoom verpixelt nur. Die Kirche kann natürlich bekannt sein. Mir persönlich ist sie es nicht.
Von daher werde ich raten müssen. Die Musik, die ihr hört, übrigens wie immer von Cocaine. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Das habe ich in den letzten zwei Folgen nicht gesagt, die wir aufgenommen haben. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Kirche, nur leider sagt mir nicht diese Kirche, wo wir sind. Ich werde nach Helsingborg gehen. Irgendwann muss es auch mal Helsingborg sein. Du hast sie gefunden. Ich habe eine Kirche gefunden. Ich glaube, die ist es. Sie mich verarschen. Das könnte auch eine andere Kirche sein, aber auf jeden Fall. Seht ihr dieses Dom, Kirker, irgendwas? Steht dran. Wow. Bist jetzt jede große Stadt durchgegangen und hast nach diesem Namen gesucht, oder was? Nö, einfach hier dieser Bereich da hier, wo wir letztes Mal waren, hier. Das sind diese beiden komischen Städte da. Osby. Jetzt warst du echt bei Osby. Echt? Ich habe einfach die großen Städte bei Osby davor durchgeguckt. Ja, bei Osby sind aber nicht so viele große Städte. Hier, Växjö. Wow, also ich werde jetzt nicht dahin gehen, weil ich habe einfach random irgendeine Stadt ausgewählt. Aber wenn du echt getroffen hast, dann ist das echt gut. Ja, 13 Meter. So lächerlich. Und nicht auf eine Punktzahl, wow. Das ist doch lächerlich, was du da machst. Ich call Hex. Weiß nicht mehr, wo das Osby war. Wow. Ist hilfreich. Cool, da gibt's einen Real-Life Escape Room. Daniel. Was ist das denn? Wow, ich bin auch letzter geworden. Ich hab 97 Punkte gekriegt. Sensationell, ich bin noch hinter Heke gelandet. Weltklasse. Also diese Map war echt gar nichts für mich. Die war mal dermaßen katastrophal. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, aber nächstes Mal dabei. Bis dann, noch einen schönen Abend und tschö, Leute. Tschüss.